Er schenkte uns Horrorperlen wie Halloween und Kultfilme wie Die Klapperschlange. Trotzdem wurde John Carpenter gerade in Hollywood meist schwer unterschätzt. Mit der Dokumentation Fürst der Dunkelheit kommt der Filmemacher jetzt zu verdienten Ehren, darf sich selbst zum Filmbusiness äußern und outet sich als echter Hollywood-Rebell mit Grips. Ein Geheimtipp für jeden Filmfan, bei dem auch das magere Bonusmaterial nicht weiter stört. Kritische Zeichentrickunterhaltung auf höchstem Niveau bringt uns diese Woche Persepolis in die Heimkinos. Die Verfilmung des gleichnamigen Comics der Iranerin Mayan Satrapi schildert eindrucksvoll das Leben der jungen Frau. Erst unter den Mullahs, dann im Exil in Österreich, dann erneut im Iran und schließlich in Frankreich. Ein packendes Erlebnis, das auf DVD mit einem Making-of, entfallenen Szenen, Featurettes und mehr noch zusätzlich punktet. Gangster haben's auch nicht leicht. Das weiß inzwischen jeder, der Die Sopranos kennen und lieben gelernt hat. Nach langem Warten gibt es jetzt endlich die komplette Serie in der ultimativen Mafia-Box im Handel. Satte 28 DVDs erwarten die Mobster-Fans. Dazu gibt's mit Audiokommentaren, einer Dokumentation, einem Blick hinter die Kulissen und weiteren Extras jede Menge Bonusmaterial. Ein Angebot, das man kaum ausschlagen kann. ...1976 entstand Günter Reischs hervorragende DDR-Persiflage Nelken in Aspik mit Armin Müller-Stahl als unfreiwillig schweigendem Verwaltungsrätchen Wolfgang Schmidt. Dessen Versuche, sich um den ungeliebten Werbejob zu bringen, scheitern kläglich und bringen ihm nur Ruhm und Ehre. Ein Graus! Erstmals auf DVD erhältlich, wartet Nelken in Aspik in Sachen Bonusmaterial mit einer Dokumentation, Hintergrundinfos und einer Bildergalerie auf.